Hallo Leute, das Update ist da und dieses Mal ist ein neues Fahrzeug dabei, die Hamsterkugel oder Kugel aus Jurassic World. Und wir wollen uns anschauen, was man alles mit ihr so machen kann. Die Kugel hat einen Boost und einen Greifer, der sicherlich hilfreich ist, wenn man schneller um die Ecke kommen will. Nochmal in eigene Sache, ich freue mich über jeden Support von euch, deshalb abonniert jetzt kostenlos meinen Kanal. Ihr werdet das Abo bestimmt nicht bereuen. Mit der Kugel kommt man schnell voran, sodass man gut flüchten kann vor Gegnern oder vor der Zone. Die echte Gyrosphäre aus Jurassic World erreichte Geschwindigkeiten von 5 km die Stunde und verfügt über einen integrierten Computermonitor, um die prähistorischen Tierwelt zu identifizieren, die beobachtet werden kann. Um eine Belästigung der Tiere zu verhindern, rollt das Fahrzeug automatisch in einer sicheren Entfernung zurück, wenn es zu nah an die Tiere herankommt. Die fortschrittliche Technologie für unsichtbare Zäune verhindert, dass Tiere, die beobachtet werden, vom Weg abkommen, ohne die Verwendung unnötiger Käfige und Gitterstäbe. Laut Jimmy Fallon in Gyrosphäre-Anleitungsvideo kann das Glas eine Kugel mit 50 Kalibern stoppen und den Gast vor giftigen Spucke eines Dilophosaurus schützen. Die Gyrosphäre wurde mit einer neuen Technologie entwickelt, um die Parkführung der ursprünglichen Parks zu verbessern und Besuchern zu ermöglichen, den Tieren ohne große Gefahr extrem nahe zu kommen. Die Ausstellung erhielt zunächst den Ankylosaurus, Brachiosaurus, Gallimimus, Parasophilus und Triceratops. Ein anfängliches Problem bei den Gyrosphären war, dass die Dinosaurier, nämlich die jüngsten Brachiosaurus-Perle, sie für das Spielzeug halten und mit ihnen herumspielen würden. Die Praktikanten entwickelten eine Lösung, indem sie bestimmte Gyrosphären bemalten, die als Spielzeuge verwendet werden sollten, damit die Tiere den Gast nicht angreifen. Gyrosphäre 07 wurde von Zach und Gray bei ihrem Besuch in Jurassic World eingesetzt. Zach und Gray sahen eine Öffnung in der Umzäunung und gingen hinein, wo sie mehrere Ankylosaurus sahen. Indominus Rex griff die neueste Attraktion des Parks an. Die Ankylosaurier rannten dem Kampf aus dem Weg und schlugen die Gyrosphäre auf ihren Weg, aber ihr Indominus Rex konnte einen bekommen. Obwohl er einen Kampf aufhob und sogar den ersten Rex in den Kopf schlug, aber der erste Rex schlägt mit den Beinen und drehte den Ankylosaurus um und tötete ihn. Nochmal, vergesst das kostenlose Abo nicht, dann verpasst ihr auch kein Video mehr mit der Auflösung der Herausforderungen. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Remy.